Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Wenn ihr euch vielleicht neue Spiele oder eine PSN-Karte kaufen wollt, für weniger als das, was ihr eigentlich wert ist, ist Ineba.com die perfekte Homepage für euch. Ihr bekommt zum Beispiel 20 Euro PSN-Karten, die in Deutschland ganz normal funktionieren, für unter 16 Euro. Ihr braucht im Prinzip nur den Code Chappy eingeben, bekommt 3% Rabatt und noch 1 Euro Guthaben bei der ersten Bestellung. Das gleiche könnt ihr natürlich auch mit 50 Euro PSN-Karten machen, die kosten euch gleich 10 Euro weniger. Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich bin wieder zurück mit einem absolut krassen Gameplay und ich möchte ein bisschen durch die neuen Sachen durchgehen, die wir jetzt gerade in Operation haben und die wir in der nächsten Operation bekommen. Das hier ist sozusagen mein Video zu Level 500. Ich werde euch am Ende, ihr könnt, wenn ihr nur die Stats sehen wollt, ganz ans Ende springen. Ich werde hier euch einmal kurz reinschreiben, ab welcher Minute ihr die Stats sehen könnt. Ansonsten guckt euch das Gameplay an, es ist echt absolut krass erspielt. Auf Slums, in dem neuen Modus Chaos. Da gibt es ja verschiedene Modi wie Abschuss bestätigt, TDM, Stellung, Herrschaft, glaube ich. Und in diesem Modi hat man die Fähigkeit oder die Möglichkeit eher, alle Modi bis zur doppelten Punktzahl zu spielen. Das bedeutet, Herrschaft geht nicht bis 200, sondern bis 400. Stellung geht bis 500 statt bis 250. TDM geht bis 200. Das hat einen Vorteil und einen Nachteil, darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Auf jeden Fall macht es insgesamt sehr, sehr viel Spaß aktuell. Und auch wenn ich, und das sind so ein, zwei Sachen, die wir heute definitiv einmal diskutieren müssen, natürlich da wirklich meinen Finger auf die Wunde lege, was die Mikrotransaktionen angeht und was den Core-Content, den es in Black Ops 4 für jeden geben sollte, nur versteckt hinter DLC-Packs gibt oder hinter DLC-Angeboten oder einem Season Pass oder dem Schwarzmarkt oder. Natürlich genieße ich das Game trotzdem und nichtsdestotrotz. Und ich habe von Anfang an gesagt, das Game ist wirklich gut und es ist einfach gut. Es sind aber unglaublich viele Sachen, die das Spielerlebnis einfach verschlechtern. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir aktuell auf dem richtigen Weg sind. Wenn man sich anguckt, wir haben eine neue Map, das ist Alcatraz, die wirklich sehr, sehr interessant ist. Ich habe mit Blackout aktuell ein bisschen abgeschlossen. Ich habe nämlich das große Ziel, Level 1000, bevor der neue MW4-Trailer kommt. Ich bin jetzt bei Level 509, ihr werdet die Stats nachher sehen. Ich bin auf einem guten Weg zu den Level 1000, aber es dauert einfach noch ein bisschen. Nichtsdestotrotz muss man ganz ehrlich sagen, sind wir aktuell, wenn man bedenkt, dass wir jetzt mit der dritten Season kurz vor dem Ende stehen. Ich glaube, wir haben nur noch 2,5, 3 Wochen, dann ist es komplett vorbei damit. Wir sind auf dem richtigen Weg zur vierten Season, wo wir als allererstes schon mal den Reaper bekommen als neuen Spezialisten. Das ist ja bereits felsenfest sicher, das wurde ja bestätigt und da können wir uns nur darauf freuen und gucken, was für Spezialfähigkeiten der am Ende hat. Wenn wir jetzt aber bedenken, dass wir nicht nur den Reaper bekommen, sondern immer noch diese Sniper-Waffe, die seit Wochen irgendwie als Video rumkursiert, aber nirgendwo bisher im Game drin ist, dann muss man sich wirklich fragen, was damit passiert. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir entweder 14 Tage vor Ende dieser Season die Sniper-Waffe nochmal als externes Bündel bekommen. So wie das Bündel aktuell ist, das ICR-Bündel, wenn ihr euch überlegt, das sind die, die jetzt vielleicht am Anfang schon Black Ops 4 gespielt haben, die haben diese ICR wahrscheinlich schon. Die gab es als Tier 200 im Schwarzmarkt in der ersten Season, da war man relativ zügig auch noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese ICR-Variante, die ganz cool aussieht, ist jetzt für 20 Euro im Shop mit drin. Zusammen mit, ich glaube, ein, zwei anderen Varianten und ein bisschen Krimskrams, damit man wieder ein bisschen Müll hat und irgendwie 10 Kisten zu. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, da kann ich wieder nicht verstehen und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass Activision probiert, wirklich bis zum allerletzten Schritt zu gehen, um die Leute davon zu überzeugen, dass sie unbedingt noch extra Geld machen wollen. Und natürlich muss man diese Sachen nicht kaufen und natürlich ist es okay, wenn man sagt, ich kaufe mir nur für 60 Euro das Spiel. Aber mein größtes Problem bei dem Ganzen ist ganz einfach, wenn ich für 60 Euro das Spiel kaufe, möchte ich das gesamte Spiel auch haben. Und nicht, dass ein Drittel oder mittlerweile fast eine Hälfte von dem Spiel nicht bei meinen Sachen mit dabei ist, was ich so bezahlt habe, sondern bei den Sachen ist, die ganz, ganz weit irgendwo in diesem Lebenszyklus von dem Spiel versteckt sind. In anderen Games gibt es das so auch nicht. Viele Games schaffen das mit Mikrotransaktionen trotzdem Geld zu verdienen, aber zum Beispiel Fortnite, da hat man, egal ob man Geld ausgibt oder nicht, denselben Content. Natürlich gibt es verschiedene Skins, verschiedene Äxte, aber jede Axt ist im Prinzip gleich gut und jeder Skin ist gleich gut. Es gibt keine verschiedenen Maps für die, die das haben und es gibt keine Maps für die, die das nicht haben. Es gibt kein komisches Dreieck, was einem anzeigt, dass man jetzt irgendwie sich den Season Pass kaufen soll.
Es gibt keine Bündel, wo man im Prinzip eine Waffe, die bis vor ein paar Wochen umsonst für jeden verfügbar war, plötzlich 20 Euro kostet. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen und das sind so Dinge, die ich einfach anspreche und nichtsdestotrotz habe ich währenddessen Spaß am Spielen. Wer das nicht versteht oder wer das nicht akzeptiert, der hat ja sein gutes Recht darauf, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da glaube ich, dass der bei mir auf dem falschen Kanal einfach ist. Ich bin weder ein COD-Fanboy, der blind gerade ausläuft und tut, was die Entwickler sagen und Geld ausgebe dafür, noch bin ich jemand, der alles einfach nur negativ sieht und nichts Positives hervorheben kann, wenn es etwas Positives gibt. In WW2 zum Beispiel, muss ich euch ganz ehrlich sagen, war ich absolut hyped, bevor es kam. Und meiner Ansicht nach ist World War 2 eines der schlechtesten COD-Spiele, was ich je gesehen habe. Zwar funktionierten da gerade Mechanismen, wie man sich Waffen freispielen kann, weil es oftmals umsonst war, aber der Granatenspam, die Hit Detection, die Maps, die Spawns, die Waffen insgesamt, die Streaks, es war im Prinzip alles enttäuschend. Das ganze Spiel war deprimierend, traurig und natürlich geht es um den Zweiten Weltkrieg und natürlich ist es kein buntes Spiel, aber man hatte einfach keine, so finde ich das, Langzeitmotivation, dieses Spiel anzurühren. Und bei Black Ops 4 ist das ein Riesenunterschied. Hier die Farben sind super, das Gameplay-Feeling, das Gun-Feeling ist eines der besten, was ich jemals in einem COD hatte. Ich würde sagen, MW2 kommt da noch ganz gut ran und das war's sonst. Was hier wirklich sehr, sehr anstrengend ist, ist die Hit-Detection, die oftmals nicht funktioniert. Die Verbindung bricht zwischendurch ab. Also es ist wirklich immer noch ein geiles Game, aber man merkt einfach, es ist im Prinzip niemals fertig gemacht worden. Und da gibt es tausend Gründe, wir haben schon über einige in Interview gesprochen, beziehungsweise Interview, was ich hier ins Deutsche sozusagen gebracht habe. Das Interview habe ich dann nicht selbst ich geführt, aber nichtsdestotrotz sind wir auf dem richtigen Weg. Trotzdem muss man jetzt überlegen, was demnächst kommt. Wir kriegen die neue Season, wir kriegen eine neue Sniper-Waffe, dazu kriegen wir auf jeden Fall einen neuen Spezialisten und zwar einen Reaper. Die Season darauf, da müsst ihr überlegen, dann wird schon so Richtung Beta-Phase oder Alpha-Phase MW4 laufen. Die meisten großen YouTuber werden ja wahrscheinlich wieder nach Los Angeles oder sonst wo eingeladen, wo sie es anspielen können. Da dürfen wir uns dann wie jedes Jahr wieder von den Leuten, die da eingeladen worden sind, die gleichen Floskeln anhören. Ist das beste Spiel, was ich je gesehen habe, ist das geilste Spiel, macht richtig Fun. Die Leute, die dort eingeladen sind, müsst ihr euch bedenken, das sind zum Großteil die Leute, die seit vielen Jahren dort eingeladen sind. Selbstverständlich werden die nicht schlecht über dieses Spiel berichten, weil sie gerne diese Einladung nach wie vor haben wollen. Bis wir wirklich wissen, wie das neue COD wird, wird es noch ein bisschen dauern und ich kann euch nur sagen, ich werde es mir diesmal nicht vorbestellen. Bei Black Ops 4 habe ich den Fehler gemacht, bei WW2 habe ich im Prinzip den Fehler gemacht und ich will es nicht mehr, ich will nicht mehr irgendwie vorbestellen und dann nachher enttäuscht sein. Ich werde die Beta spielen, das kann ich euch sagen. Und sollte ich tatsächlich Bedenken haben, werde ich warten, aber eigentlich, das ist wirklich zwiegespalten, weil ich habe einen YouTube-Kanal, der auf COD basiert. Ich kann nicht einfach mit Fortnite anfangen, weil ich da gar keinen Bock drauf habe oder mit Rainbow Six, weil ich damit nichts zu tun habe. Im Prinzip bin ich mehr oder weniger gezwungen, das neue COD zu kaufen, aber auf der anderen Seite muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile 28 und habe auch kein Interesse, nachher ein Spiel zu spielen, was ich schlecht finde. YouTube-Kanal hin oder her. Ich glaube, einige von euch werden das verstehen können, einige vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall, ich werde es mir nicht direkt vorbestellen. Ich werde erst gucken, wie sich es anfühlt, wie sich es irgendwie in der Beta, wie es herauskristallisiert und dann werde ich ein Review darüber geben, was ich von MW4 halte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch fürs neue Spiel wünschen würdet, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, es gibt so drei Dinge, die muss Infinity Ward machen, damit das Spiel gut wird. Es gibt nur drei Dinge, die sie machen brauchen und dann hat man im Prinzip, was man wirklich möchte. Das allererste bei dem Ganzen, ordentliche Maps. Nehmt ein paar Maps, die aus MW3, MW2, MW1 sind, remastert die. Nehmt ein paar neue Maps dazu, dann habt ihr im Prinzip genau das, was die Leute alle haben wollen. Macht ein ordentliches Gun-Feeling, so wie es in MW2 war. Nehmt ein paar Waffen, recycelt die meinetwegen, nennt sie meinetwegen um, lasst es die gleichen Schaden machen, ist völlig egal, aber gebt uns im Prinzip das Gefühl, was wir von vorne und von früher kennen. Und das dritte, und das ist glaube ich das Wichtigste, womit ich alle Leute hier anspreche, tut mir den Gefallen, Infinity Ward, und macht ein Spiel, wo man sich nicht für 60 Euro zusätzlich einen Season Pass kaufen muss. Das ist das Unsinnigste, was es gibt. Es splittet die Playerbase auseinander. Es gibt dann die Linken und die Rechten. Die einen können da spielen, die anderen spielen auf Scheiß-Servern. Es gibt die Maps für die einen, es gibt die Maps für die anderen. Das wollen wir nicht mehr. In dem Zeitalter sind wir nicht mehr. Das sind die drei Sachen, die sie wirklich beherrschen müssen. Und wenn sie das machen, dann kann ich euch garantieren, haben wir ein geiles Game.
Das soll es von mir für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, ein ganz schönes Gameplay. Wenn ihr sonst irgendwelche Anregungen habt, schreibt sie in die Kommentare. Über ein Abo würde ich mich freuen, ist kostenfrei. Lasst gerne ein Like da. Ich bin raus, haut rein. Level 509, unsere Stats zu diesem Zeitpunkt und unsere Medaillen. Eine Abschusskette, 9 Mega-Abschüsse, 10 Nukes, 27 brutal, die Quote ist echt miserabel. 51 unaufhaltsam, ihr seht, ich gehe öfter mal auf eine längere Nuke als irgendwie auf eine Double oder so. Ist mit den Spezialisten sowieso kaum möglich. Dazu 80 unnachgiebig, da seht ihr diese Diskrepanz von 80 zu 27. Jetzt zeige ich euch einmal etwas, und zwar skrupellos 220, das Dreifache hiervon. Der einfache Grund dafür ist, Leute, dass in diesem Game einfach so viele Sachen wie Stolperminen, Hunde, Stacheldraht, Barrikaden, Sucherminen, so viel Unsinn unterwegs ist, die Leute ab, wenn ihr auf einer 10er, 15er Streak seid, automatisch irgendwann für die Leute verfügbar ist und meistens killt es euch dann irgendwann. Also, wenn ihr darauf versagt und sagt, ich schaffe nicht so viel Nukes wie immer, ich bin es auch nicht gewohnt, nur 10 zu haben, aber bei 27 brutal zusätzlich sagt das schon einiges. Ärgert euch nicht, versucht es einfach weiter, irgendwann klappt es für euch auch. Das hier noch interessant, 4 ununterbrochene Abschüsse in der Abschlussübertragung. Ich habe von einigen gehört, dass sie dabei strugglen, 5-6 Stück zu machen. Aktuell habe ich 68. Das ist wirklich das Einfachste auf der Welt. Hier bei den Spezialisten, das finde ich jetzt alles nicht so spannend. Was vielleicht noch interessant ist für euch einmal, und zwar bei den Spezialisten hier. Battery, 1900 Kills, 1200 mit der Kriegsmaschine. Crash, mein absoluter Lieblingsspezialist, 4000 eliminierte Feinde, während ich das Tag 5 aktiviert habe. Und über 12.000 Abschüsse, nachdem ich Sturmpaket genutzt habe. Der definitiv mein Nummer 1 Spezialist und der, den ich am meisten spiele. Prophet mit 2000 Abschüssen ist relativ knapp hinter der Battery insgesamt, aber trotzdem diese drei insgesamt das einzige, was ich wirklich spiele. Wenn ihr mal hier auf diese kleine Bitch guckt oder so, dann habt ihr hier 88 Feinde gehackt, hab ich glaube 4-5 mal eingesetzt, das war's. Genauso wie Talk, ich nehme so einen Schwachsinn nicht, ich spiele das Spiel im Prinzip so, wie man spielen sollte. Klar, man kann diese ganzen, ich sag mal, Noob-Spezialisten nehmen, die Kills für einen selber machen, aber besser wird man davon nicht. Oder hier Ajax. Eklig, lass uns davon weggehen. Das ist auf jeden Fall die Spat zu dem Ganzen. Hier ist mein Fortschritt im Schwarzen Markt, Level 193. Ich habe hier im Prinzip das Seltenste, was ich wirklich habe, ist die KN, die Meisterkunst-Variante, mittlerweile gezogen. Die sieht richtig schick aus, die sieht richtig gut aus. Ich mag das Alvin-Zeit von der KN. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und genau mit der seht ihr auch das Gameplay zum Beispiel, gerade mit dieser Klasse. Hybrid-Magazin, Schaft, Schnellfeuer, dazu Steam Injection, Plünderer, Gung-Ho und Gewandtheit. Das war's für heute, haut rein.